freue mich, hier sein zu können. Danke. Die Präsentation ist noch nicht an. Ich fange trotzdem schon mal an. Genau, mein Schwerpunkt bei der Arbeit beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland ist das Thema Energiesparen und Energieeffizienz auch übergeordnet, nationale, europäische Politik. Ein großer Schwerpunkt dabei ist aber die Gestaltung von Produkten, die energiesparende Gestaltung von Produkten im Rahmen der europäischen Richtlinien für Ökodesign und dem Energielabel. Und da arbeiten wir eben auch viel zusammen im Verbraucherzentrale Bundesverband, deswegen wir uns auch entschieden haben, da machen wir einen gemeinsamen Input. Thomas Engelke wird im Anschluss was sagen. Ich konzentriere mich jetzt auf die Umweltaspekte des Marten zu Hause und es ist eben unerlässlich, bei der Arbeit mit Produkten zu gucken, was macht denn die Digitalisierung, die zunehmende Smartness, die zunehmende Vernetzungsfähigkeit mit den Produkten, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf den Umweltschutz. Was wir schon wussten, das Werkzeug Smartes zu Hause, die ganzen Anwendungen, ist für die Wirtschaft auf jeden Fall ein sehr wirksames Werkzeug, um Umsätze weiter zu steigern. Wofür das Werkzeug für Verbraucher und Verbraucherinnen nützlich sein kann, wird Thomas gleich was sagen. Wir wussten vor gut einem Jahr noch sehr wenig darüber, was sind denn eigentlich die Effekte von der zunehmenden Vernetzungsfähigkeit von Produkten und Smartness auf den Verbrauch von Haushalten, auch den Verbrauch in Energienetzen und Rechenzentren und vor allem auch, wo sind denn eigentlich Stellschrauben, um diesen zunehmenden Trend der Vernetzung in umweltfreundliche Bahnen zu lenken. Und daraufhin haben wir das Border Step Institut mit einer Kurzstudie beauftragt, um da eben erste Fragen zu beantworten. Erstmal ein kleiner Blick auf die materielle Basis des vernetzten Zuhause. Wir haben hier ganz viele verschiedene Produktkategorien, die hier betroffen sind. Wir haben uns konzentriert auf den Bereich, den ihr rechts unten seht, und zwar alle Produkte des Internet der Dinge, die an das Stromnetz angeschlossen sind. Gerade in dem Bereich gibt es noch keinen sehr großen Markt. Also die Produkte, die tröpfeln so langsam in die Märkte. Und dann ging es erstmal darum, Prognosen zu sichten, was passiert denn in dem Bereich? Also es geht hier um weiße Ware, um Beleuchtung, um Heizungsanlagen, auch Sicherheitstechnik. Und da wurde klar, dass ein doch sehr schnell recht rasanter Trend zu erwarten ist. Allein bis 2025 könnten europaweit rund 3 solcher Geräte pro Person zu finden sein. Hört sich erstmal nicht so viel an. Das wären dann aber schon mal 1,7 Milliarden Geräte, die uns da fluten. Und langfristig bis 2030 plus x, plus minus x, könnten das schon über 8 Milliarden Geräte sein, die uns da erwarten. Viele sagen bisher, ach, das kommt doch gar nicht, das findet nie einen Massenmarkt. Aber was wir sehen ist, dass durch die Sprachassistenten wie Siri und Alexa hier es passieren könnte, dass dieser Trend sogar noch viel schneller sich realisiert, weil einfach die Bedienung von Geräten viel einfacher wird. Jetzt die Frage, was bedeutet das denn für das Erreichen von einigen Umweltschutzzielen? Erstmal große Herausforderung für uns im Energiesparbereich ist, die Heizenergie zu senken, weil der größte Teil im Energieverbrauch in privaten Haushalten eben durch das Erwärmen von Räumen drauf geht. Und da ist die Frage, solche vernetzten Angebote, helfen die uns? Und im Heizungsbereich kann man sagen, ja, da sehen wir sehr große Potenziale. Einmal darin, wir reden uns seit Jahren den Mund fusselig darüber, wie man doch bitte schön richtig heizen und lüften sollte. Das funktioniert bisher nur mäßig in den Haushalten. Hier kann eine Automatisierung helfen, indem eben Thermostatventile programmiert werden können, dass das Badezimmer dann warm ist, wenn ich drin bin, und dann aber abgekühlt wird, wenn ich rausgehe. Es kann aber auch durch einen Sensor die Heizung runtergekühlt werden, wenn ein Fenster aufgeht etc. Also hier können wir das menschliche Versagen quasi ausgleichen durch neue technische Möglichkeiten. Ein zweiter sehr wichtiger Punkt, der leider aber auch sehr vernachlässigt wird im Moment, ist der Aspekt der Heizungsanlagen. Wie laufen die denn? Also die werden oft einfach in Gebäude gesetzt, egal ob im Neubau oder im Bestand. Und dann bollern da die da im Keller so vor sich hin. Es ist nicht immer klar, ob dann wirklich Wärme auch noch bis zum Dachgeschoss hochläuft. Also die sind oft einfach nicht eingestellt. Es gibt unglaubliche Energieverluste, einfach nur, weil diese Anlagen nicht richtig laufen.
Und bisher hat niemand so richtig einen Überblick, wie die laufen. Es gibt keine Rückmeldungen, es gibt kaum Services, die sich darum kümmern. Und durch kontinuierliche Messungen des Betriebs sind hier riesige Chancen, Effizienzpotenziale zu nutzen und auch Dienstleistungen anzubieten, die eben in den Anlagen Störungen sehr frühzeitig erkennen, diagnostizieren können, was analog so nicht möglich ist, durch den Besuch von einem Heizungsmonteur oft. Und hier sehen wir große Potenziale. Und das wäre auch nochmal ein wichtiger Punkt, auch um zu sehen, wie wirken denn eigentlich unsere ordnungsrechtlichen Vorgaben und auch Förderprogramme, weil auch da wird meistens nur bewertet auf dem Papier, ob es Effizienzpotenziale gehoben werden oder nicht und nicht an realen Einsparungen geguckt, ob es denn wirklich so ist. Kommen wir aber zum Strombereich. Wir wollen ja auch Strom sparen. Und da kann die Rechnung nach hinten losgehen, und zwar einfach deswegen, weil durch die Vernetzung oder dass ein Gerät Signale empfangen und senden kann, braucht es eine Bereitschaft, eine Empfangsbereitschaft. Die ist in der Regel 24 Stunden am Tag aktiv und verbraucht für sich genommen schon Strom. Und das Beispiel Lampe ist hier sehr schön, was man sagen kann. Also hier kann das wirklich passieren, wenn man auf einen ineffizienten Kommunikationsstandard zurückgreift, dass der Energieverbrauch für die Empfangsbereitschaft das Vielfache dessen ist, was die Lampe für ihre eigentliche Funktion, das Leuchten, eigentlich braucht übers Jahr. Und das ist natürlich ein sehr extremes Beispiel bei der Lampe, weil die einfach einen sehr geringen Grundverbrauch hat in ihrer Grundfunktion, aber auch bei anderen Geräten führt es jetzt zu Mehrverbräuchen. Auch bei einer Waschmaschine würde so eine kontinuierliche Versetzung ein Energieverbrauchsplus von 20% bedeuten, wenn man sich eine effiziente Waschmaschine vorstellt. Potenziale wiederum in den Geräten sind dann weniger in der Vernetzung, sondern in der Smartness im Gerät. Was wir zum Beispiel gern sehen, sind Rückmeldefunktionen in den Geräten, dass die Waschmaschine mir sagt, hey, entkalke mich, sonst verbrauche ich zu viel Energie, oder hör mal, da ist noch Platz in der Wäschetrommel, füll doch mal voll. Aber das geht eben auch ohne Vernetzung und wäre hier zu begrüßen, wenn mehr Smartness ins Gerät gepackt wird, statt außerhalb. So, wenn jetzt jemand aber trotzdem sagt, ich möchte meinen Haushalt rundum vernetzen, was passiert dann? Die Stromrechnung steigt. Und zwar recht immens. Wir haben hier mal einen Beispielhaushalt mit 7 Leuchten, ein paar großen weißen Waregeräten, Küchenkleingeräten geguckt. Das könnte einfach die Stromrechnung innerhalb eines Jahres um 100 Euro erhöhen, was schon eine ganze Menge ist. Einfach nur dadurch, dass die funkbereit sind, sozusagen. Nun ist es für uns natürlich nicht nur interessant, was passiert bei den Verbraucherinnen auf der Stromrechnung, sondern wie entwickelt sich dadurch der Energieverbrauch deutschlandweit und europaweit. Und da, wenn man die Prognosen zu dem Wachstum des Marktes entlang geht, kann das dazu führen, dass schon 2025 der europäische Stromverbrauch um 15 Terawattstunden steigt. Das ist fast der Stromverbrauch aller privaten Haushalte in Österreich. Eine ganze Summe, wenn man sich eine Vollvernetzung vorstellt von über 10 Geräten pro Person. Europaweit kommen wir auf einen Mehrverbrauch von 70 Terawattstunden. Da sind wir dann schon beim Stromverbrauch aller italienischen Haushalte angelangt. Und auch in Deutschland würde das heißen, der Stromverbrauch privater Haushalte steigt um 10%, nur durch diese Vernetzungsfunktion. Aber auch auf weitere Energieverbräuche kann die Entwicklung Einfluss haben. Wir haben eben auch die Datennetze und die Rechenzentren. Da ist in den letzten Jahren, oder sind die Prognosen eben auch, dass es da einen starken Zuwachs an Energieverbräuchen gibt. Die Daten, die von so Haushaltsgeräten hin und her geschickt werden, sind meistens nicht so datenintensiv. Also wenn ein Kühlschrank 20 Mal ein Foto schickt pro Tag, macht es pro Jahr in den Netzen nur einen Energieverbrauch von 0,5 Kilowattstunde aus. Das hatte mich persönlich überrascht, dass das so wenig ist. Aber trotzdem wird die Vernetzung dieser klassischen Haushaltsgeräte den Trend zu immer mehr Datenverbrauch und auch Energieverbrauch weiter anreizen, und zwar durch zwei Sachen. Erstens bieten diese Geräte immer mehr Zugang nochmal zu erhöhtem Medienkonsum, weil der Großteil der Daten, die verschickt werden, gehen fürs Videostreaming und Audio-Streaming drauf. Wenn jetzt mein Kühlschrank mir passend zum Inhalt die neueste Kochshow anbietet die Leuchte mir anbietet, dass ich Musik streame, werden wir hier eben einfach diese Entwicklung noch mal weiter anfeuern durch die Haushaltsgeräte. Und gleichzeitig, und das ist so ein bisschen schwarzes Loch, da kann man auch wenig zu sagen, wie viel Energieverbrauch das ausmachen wird, wenn jetzt kontinuierlich Daten erhoben werden, wie werden denn die Geräte genutzt? Können die theoretisch unendlich weiterverarbeitet werden für Werbezwecke, Big Data Analysen? Und das kann den Energieverbrauch dann vor allem in den Rechenzentren
in die Höhe treiben. Über den Energieverbrauch hinaus müssen wir uns auch bei anderen Bereichen des nachhaltigen Konsums fragen, was passiert denn durch so eine Vernetzung? Da ist einmal der Ressourcenbedarf, einmal direkt am Gerät. So eine Vernetzungskomponente braucht ja auch Elektronik. Und allein für die Elektronik wäre nochmal ein sehr hoher Energieverbrauch notwendig, 9 Terawattstunden bis 2025. Ich hatte vorher gesagt, die Vernetzungsfunktion 15 Terawattstunden europaweit, hier 9 Terawattstunden. Das, wenn sich das aufsummiert, haben wir da eine ganze Menge zu erwarten. Wichtiger Punkt ist, durch eine zunehmende technische Komplexität erhöht sich auch die Anfälligkeit der Geräte. Und die Frage, bisher gibt es keinerlei Gewährleistung, wie lange denn Sicherheitsupdates überhaupt vorgehalten werden. Das heißt, im schlimmsten Fall kann es mir nach 2 Jahren eben passieren, dass meine Waschmaschine nicht mehr wäscht, weil die Software nicht mehr verfügbar ist oder nicht sicher verfügbar ist. Zusätzlich können sich auch Konsum oder werden sich mit Sicherheit Konsummuster ändern, wo wir in vielerlei Hinsicht noch nicht wissen, was da zu erwarten ist. Da hat das Öko-Institut vor kurzem eine schöne Rechnung veröffentlicht zum Dash-Button. Das ist ein Angebot von Amazon in Zusammenarbeit mit anderen Herstellern zu sagen, klebt ihr zum Beispiel ein Dash-Button an deine Waschmaschine, drück einmal drauf, wenn das Waschmittel leer ist und schwupps wird dir am nächsten Tag das Frische geliefert. Und da zeigt sich eben, dass der ökologische Rucksack dieses Dash-Buttons hauptsächlich dann in der Nutzungsphase anfällt, durch die Transporte, die anfallen, aber auch durch die Verpackungen, die anfallen. Jetzt die große Frage, damit eben nur so viel Vernetzung in die Haushalte kommt, wie notwendig, aber so wenig wie möglich, was sind denn da unsere Stellschrauben? Und da haben wir jetzt erste Schritte identifiziert, wo wir sagen, hier muss mehr gemacht werden, um die Chancen zu nutzen, und aber was muss auch getan werden, um die Risiken zu vermindern. Klar ist auf jeden Fall, wir brauchen mehr Forschung. Also gerade diese indirekten Auswirkungen auf Konsummuster, Ressourcenverbräuche, da ist noch viel zu tun. Da freuen wir uns sehr über Zahlen und Daten, die uns von allen Seiten geliefert werden. Um die Potenziale im Heizungsbereich, die ich geschildert habe, besser zu heben, haben wir Ordnungsrecht, in dem könnten wir verankern, dass der Betrieb von Heizungsanlagen regelmäßig überprüft wird. Wir brauchen auch mehr Förderprogramme, die sich nicht nur auf die Einsparungen auf dem Papier beziehen, sondern wirklich real nachmessen, was ist denn da gelaufen. Das Wirtschaftsministerium hat da gerade ein Pilotprogramm auch laufen, das heißt Einsparzähler, eigentlich ein ganz spannendes Programm. Da wird eben der Betrieb eines Smart Meters gefördert, aber unter der Bedingung, dass dann nachgewiesen wird, dass am Ende auch eine Dienstleistung oder Ähnliches durchgeführt wurde, die zu realen Energieeinsparungen im Haushalt geführt hat. Und so kann man sich das bei verschiedensten Komponenten auch in KfW-Effizienzprogrammen vorstellen, dass eben Teil der Gelder zumindest nur dann ausgezahlt wird, wenn ein Erfolgsnachweis gemacht wird. Dadurch wäre der Anreiz groß, eben so eine digitale Messung in Heizungskeller zu bringen. Wir haben außerdem ein sehr starkes Instrument, um auch die negativen Auswirkungen an den Produkten selber in den Griff zu kriegen oder zumindest zu gestalten. Das ist die eingangs erwähnte Ökodesign-Richtlinie. Da arbeiten wir sehr stark zu. Da haben wir jetzt auch die Chance, weil der Standby-Verbrauch soll reguliert werden bald. Das wurde jetzt leider verschoben, aber es steht an. Da haben wir die Chance, uns noch einzubringen. Da geht es einfach darum, dieser Standby-Verbrauch im vernetzten Zustand muss runter. Es gibt sehr effiziente Kommunikationsstandards, die dadurch Vormarsch kriegen könnten. Wichtig auch, Vernetzung darf nur dann aktiviert sein, wenn die Verbraucher und Verbraucherinnen das wirklich wollen. Und wir müssen gewährleisten, dass die Hauptfunktion von solchen Geräten, wie zum Beispiel das Waschen oder das Leuchten, auch dann noch möglich ist, wenn so eine Vernetzungskomponente mal defekt ist, wenn ein Sicherheitsupdate nicht mehr geliefert werden kann, dass wir diese Komponente quasi trennen vom Rest des Geräts und nicht das ganze Gerät dann weggeworfen werden muss, wenn da irgendwas nicht mehr stimmt. Eben auch so das Gewährleistung von Sicherheitsupdates, reparaturfreundliches Design und gleichzeitig aber auch, lasst uns die Smartness im Gerät voranbringen, Rückmeldefunktionen.
Und dann großer Punkt, unabhängige Beratung, Informationen, kann vielleicht Thomas später noch was sagen. Und Sensibilisierung zum ökologischen Fußabdruck. Niemand hat irgendeine Ahnung, was passiert, wenn man Daten hin und her schickt. Und gerade zum Thema Datensparsamkeit, wie kommen wir da eigentlich ran? Ist da Ökodesign vielleicht auch ein Hebel, um Produkte zu gestalten? Wie können Preise die wahren Kosten besser zeigen, die wir verursachen durch das, was wir tun? Da sind Flatrate-Modelle wahrscheinlich nicht so geeignet, die wir im Moment haben. Und gerade da lade ich alle ein, die aus dem netzpolitischen Bereich kommen. Setzt euch mit uns in Verbindung. Wir brauchen eure Expertise, um in dem Bereich weiterzukommen. Dankeschön.